Man muss ja erst mal sagen, wir sind ja von der Entwicklung alle total überrascht worden. Nicht? Da konnte ja keiner mit rechnen. Nicht? Die letzten 50 Jahre war hier alles tutti, nicht? Und jetzt steigen die Preise, nicht? Überall die Preise hoch. Nicht? Seit Putin in die Ukraine einmarschiert ist, sind die Mieten zum Beispiel in den letzten 5, 6 Jahren geradezu explodiert. Ja. Nicht, manche mussten aus Kostengründen an den Stadtrand ziehen, nur wegen Putin. Ja? Nee, also, ich muss Ihnen auch sagen, dieser ehemalige Geheimdienstchef, mir war der schon immer suspekt, ja, homophob und demokratiefeindlich. Und dann dieses Männergetue mit nacktem Oberkörper und erlegtem Wild. Nee, nee. Es hat schon seinen guten Grund, warum Olaf Scholz nicht oben ohne durch den Berliner Tiergarten reitet. Aber trotzdem, nicht alles wird halt teurer. Warum sind denn Scholz, Macron, Draghi und der rumänische Präsident Iohannis, warum sind die denn so spät zu Selenskyj gereist nach Kiew? Wochen, nachdem alle anderen schon da gewesen sind. Ja, warum? Weil sie wollten unbedingt mit dem Zug hin und haben auf das 9-Euro-Ticket gewartet. Naja, nicht, anders kannst du dir doch Bahnfahren ja nicht mehr leisten. Nicht? Es wird wirklich, es wird alles teurer. Auch diese sogenannten Ankerprodukte. Ja, also Ankerprodukte, das sind Produkte, auf die man nicht verzichten kann. Das sind diese vier berühmten Bs. Nicht? Also Butter, Benzin, Brot und Theatertickets. Naja. Ja, waren Sie kürzlich mal an der Theaterkasse? Ellenlange Schlangen. Die Leute prügeln sich ja teilweise. Die decken sich jetzt schon ein mit Hamsterkäufen, weil sie genau wissen, bald kommt der Winter, dann gibt es keine Karten mehr. Nicht? Nein, die Leute haben richtig Angst. Nicht? Das haben auch die Marktforscher haben das auch festgestellt. Nicht? Jetzt wird auch das Einkaufsverhalten wird ja jetzt hinterfragt. Nicht? Also brauche ich das wirklich? Muss ich das wirklich haben? Nicht? Viele Verkäuferinnen und auch Studierende, die überlegen sich doch jetzt dreimal, ob sie sich in diesen Tagen wirklich noch einen Tesla zulegen sollen. Nicht? Weil die Lebenshaltungskosten so in die Höhe schießen. Ja, die Verbraucherschützer raten, eine vierköpfige Familie soll jetzt 2.000 Euro für Nachzahlungen zurücklegen. 2.000 Euro, haben Sie vielleicht gelesen, nicht? 2.000 Euro. Was die Verbraucherschützer nicht sagen, es gibt überhaupt keine vierköpfigen Familien mehr, nicht? Nein, die deutsche Durchschnittsfamilie besteht seit Jahren nur noch aus 2 Mitgliedern. Single mit Hund. Aber es geht ja weiter. Es geht ja weiter. Wenn der Putin uns hier demnächst noch das Gas weiter abdreht, dann haben wir nicht genug Gas für den Winter. Dann reicht es nicht für alle. Jedenfalls, also wirklich nicht für alle. Dann müssen wir ja priorisieren wie in der Pandemie damals. Nicht wer kriegt was, wer kriegt nichts. Und dann kannst du dir an 5 Fingern abzählen, wer nichts abbekommt. Das ist doch klar. Natürlich die angeblich für unsere Gesellschaft keinen großen Nutzen darstellen. Banken, Versicherungen und Immobilienmakler. Ja, dann werden wir im Frankfurter Bankenviertel Wärmestuben errichten müssen. Nicht? Leute, die Lieferketten sind beschädigt. Die Handwerker haben überhaupt ja kein Material mehr. Aber noch schlimmer, für das bisschen Material, was jetzt noch da ist, gibt es ja keine Handwerker mehr. Ich hatte ganz, ganz großes Glück. Wir hatten ein Rohrbruch, ja, und wirklich großes Glück, weil ein Bekannter meines Nachbarn, also dessen Schwager, der ist Klempner, nicht? Und der kommt jetzt zum Glück Ende Februar. Ich komm, hör mir auf. So, Herr Uthoff, haben Sie abonniert? Hm? Glocke gedrückt? Was? Sich eines von den beiden Videos hier angeschaut? Hören Sie, es reicht mir vollkommen, dass ich in den meisten mitspielen muss. Herr Uthoff, glauben Sie, dass es die richtige Art ist, für uns Werbung zu machen? Wer sich dafür bezahlt? Nee. Was zum Henker mache ich dann hier? Er ist sonst nicht so. Sie können sich ja in der Zwischenzeit was ohne ihn anschauen.